mein erstes YouTube-Video nach so einer langen Zeit und dann gleich eins, wofür ich verklagt werde. Na dann darauf Prost. Bevor das Video jetzt aber gleich losgeht, möchte ich euch darüber informieren, dass wir Models unter einer Schweigepflicht stehen. Teile dieser Schweigepflicht umgehe ich heute. Das hat, glaube ich, vor mir noch kein Model von Germany's Next Topmodel gemacht. Das heißt, in diesem Video werdet ihr Sachen erfahren, die euch vom Stuhl hauen werden. Ich umgehe aber nur die Teile von der Schweigepflicht, die maßgeblich wichtig für meine Cybermobbing, meine Suizidgedanken und den Polizeischutz waren. Denn ich möchte euch dafür sensibilisieren, wie Reality-TV-Shows wirklich laufen. Ihr dürft euch gerne davon entertainen lassen, aber bitte seid ganz sparsam mit eurem Hass, weil es kann wirklich sehr, sehr böse enden. Herzlich willkommen zu diesem sehr brisanten Video, Germany's Next Topmodel und was wirklich hinter den Kulissen passiert. Ich bin 25 Jahre alt und bin ein super positiver und selbstbewusster Mensch. Zumindest war ich das vor Germany's Next Topmodel. Ich wollte immer auf die Bühne, egal ob als Schauspielerin, egal ob als Model. Hauptsache die große Bühne. Und deswegen habe ich mich bei Germany's Next Topmodel beworben. Eine Sache noch vorab, ich möchte mich bei allen Mädels entschuldigen, die ich verletzt habe mit meinem Verhalten. Ich möchte, dass ihr im Laufe des Videos versteht, wie es dazu kam, dass dieses Bild von mir vermittelt wurde. Nichtsdestotrotz habe ich Sachen gesagt, die andere Frauen wirklich ernsthaft verletzt haben und das tut mir aufrichtig leid. Damit ihr aber alles versteht, müsst ihr erstmal verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine TV-Produktion. Also ihr schaut Germany's Next Topmodel alle auf ProSieben. ProSieben dreht aber Germany's Next Topmodel nicht, sondern es kauft sich die Serie ein, wie alle anderen Filme und Serien auch. Red 7 ist die Produktionsfirma, die Germany's Next Topmodel produziert und dann schlussendlich an ProSieben verkauft. Das heißt, Red 7 ist für alles verantwortlich, was in dieser Show passiert. Wie es hinter den Kulissen abläuft, weiß glaube ich nicht mal ProSieben selber. So eine Produktionsfirma ist in verschiedene Abteilungen aufgebaut. Es gibt einmal die Leute, die im Schnitt sitzen. Es gibt die Realisatoren, die sind am Set mit uns. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seht immer nur uns Mädels, aber am Set sind noch viel, viel mehr Leute, als ihr im Endeffekt seht. Das heißt, wenn ihr 30 Mädels seht, sind meistens noch um die 40, 50 Leute hinter den Kameras, die wir auch ständig sehen. Aber zu dem Team gehört genauso Schnitt, Psychologenteam und ein redaktionelles Team, was nicht am Set ist, sondern was sich die Geschichten hinter dem Set überlegen. Eine Sache ist ganz wichtig zu verstehen, bei einer Reality-TV-Show geht es nicht darum, die Wahrheit zu zeigen, sondern Quote zu bringen. Ist ja ganz klar, so eine Show soll Geld machen. Germany's Next Topmodel ist die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen und bringt, glaube ich, pro Folge so im Schnitt zwischen 2 bis 3 Millionen Leute vor den Bildschirm. Was heißt das in Zahlen? Wie viel verdient man da ungefähr? Ich kann euch sagen, Heidi Klum verdient pro Staffel 8 Millionen Euro. 8 Millionen Euro alleine Heidi Klum, da hat noch nicht die Produktionsfirma, noch nicht der Sender dran verdient. Das heißt, was heißt das denn? Wie viel Kohle hat Heidi jetzt schon gemacht? Warte mal, es ist die 17. Staffel. Nehmen wir mal an, sie hat 8 Millionen in jeder Staffel verdient. Alter, fast 140 Millionen Euro. Ach du Scheiße. Es geht hier um richtig, richtig Asche. Aber wie kriegt man so eine Quote? So eine Quote kriegt ihr nicht, indem ihr 30 tolle, nette Mädels darstellt, die alle super lieb sind miteinander. Nein. Quote kriegt man vor allem durch Hass. Aber warum durch Hass? Naja, Leute, ihr regt euch gerne auf. Jeder regt sich gerne auf. Wenn man morgens an die Arbeit fährt, möchte man am besten irgendwas erzählen, worüber man sich aufregt. Weil das ist Gossip. Dann kann man ein bisschen quatschen, dann kommt man mal ganz auf neue Gedanken. Hass ist einfach viel eindrucksvoller als Liebe. Und das weiß auch eine Produktionsfirma, die Germany's Next Topmodel produziert. Das heißt, die Produktionsfirma will vor allem eine Emotion bei euch hervorrufen und das ist Hass. Und dafür muss sie bestimmte Rollenbilder Staffel für Staffel bedienen. Das ganz klassische Klischee der Zicke, die alle Mädels hassen. Und am besten konzentriert sich dieser Hass auf eine Person, denn dann kann man diese Rolle perfekt ausbauen. 2020 gebührte mir die Ehre, die Zicke bei Germany's Next Topmodel zu sein. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, nein, ich wusste während des Drehs nicht, dass ich diese Rolle nehme. Das heißt, ich habe nicht noch 10 Schippen draufgelegt, um noch zickiger rüberzukommen, sondern das war alles Schnitt und eine redaktionelle Entscheidung. Um die Quote zu erreichen, wird euch nichts dem Zufall überlassen. Zuallererst ist es wichtig, dass man bei uns den Stresslevel so hoch wie möglich hält. Dass wir so gereizt sind, wie es nur geht. Und dass man einfach immer sehr nah an uns dran ist, damit man weiß, wo
bahnt sich Streit an, wer versteht sich gut. Und dafür ist eine Sache ganz wichtig, und zwar unsere Nanny. Wir haben im Haus 24/7 eine Nanny. Das heißt, selbst wenn die Kameras weg sind, ist immer jemand von der Produktionsfirma mit uns im Haus, die sich auch super mit uns versteht. Das heißt, du kannst da hingehen, wenn du ein Problem hast, wenn du Streitigkeiten mit den Mädels hast, gehst du zur Nanny. Wenn es dir nicht gut geht aus irgendwelchen Gründen, wenn du Heimweh hast, wenn du Ängste hast, du erzählst alles der Nanny. Was perfekt ist, denn die Nanny ist keine Pädagogin und die Nanny ist nicht für uns da, sondern die Nanny ist ganz normal eine Angestellte von der Produktionsfirma. Das heißt, alles, was wir der Nanny sagen, wird direkt an die Produktionsfirma weitergetragen und man kann die Geschichte weiter darauf aufbauen. Außerdem dürfen wir auch nicht rausgehen. Nicht ein einziges Mal. Leute, ich war in Los Angeles, ich weiß nicht mal, wie Hollywood Hills so wirklich aussieht. Wir durften nicht einen Spaziergang machen, wir durften nicht einkaufen gehen, wir durften nicht mal irgendwie eine Sightseeing-Tour machen, wir durften gar nichts. Uns wird verboten, rauszugehen. Sonst wird uns angedroht, wir sind sofort aus der Show raus. Das heißt, du wohnst in einer riesen WG mit 30 Mädels, die du so gut wie gar nicht kennst. Und vor allen Dingen sind das ja nicht einfach irgendwelche 30 Mädels, sondern das sind die spannendsten Charaktere aus Deutschland. Das heißt, du hast alles dabei. Jegliche Geschichten, egal ob Migrationshintergrund, Transgender, egal ob dick, egal ob dünn, egal ob groß, egal ob klein, egal ob jung, egal ob alt. Und ich weiß nicht, stellt ihr euch doch mal vor, ihr zieht mit eurer allerbesten Freundin zusammen. Allerbesten Freundin, aber ihr seid 24/7 aufeinander. Ihr dürft nicht rausgehen, ihr müsst überall gemeinsam hingehen. Und jetzt kommt das Allerspannendste. Ihr habt kein Handy. Kein Handy, wir durften die ganze Zeit, 3 Monate lang war mein Handy weg, wirklich weg. Ich durfte nicht mal nach Drehschluss an mein Handy. Ihr habt kein Handy, ihr habt keinen Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix? Hallo, nicht mal Netflix! Wir durften kein Radio hören. Stellt euch das nur mal mit eurer besten Freundin vor. 24/7 eingesperrt, ohne Handy, ohne alles. Ich glaube, selbst ihr würdet euch anzicken, oder? Ja, und jetzt stellt euch das mal vor mit 30 fremden Mädels, die ihr nicht mal kennt. Die Produktionsfirma weiß schon, wenn die diese Umstände schaffen, werden wir uns auf jeden Fall schon mal zwischendurch an die Gurgel gehen. Wir werden uns definitiv schon mal anzicken. Das ist klar. Jetzt wird es aber richtig spannend, wenn ich euch nämlich sage, die Show überlässt nichts dem Zufall. Zum Beispiel dürfen wir, wie gesagt, nicht einkaufen gehen. Bei 30 Mädels schreiben wir dann sowas rauf wie 15 Packungen Erdbeeren. Weil bei 30 Mädels brauchst du 15 Packungen Erdbeeren. Aber Leute, es kommen nicht 15 Packungen Erdbeeren, es kommt eine Packung Erdbeeren. Ungelogen. Jedes Mal. Das heißt, was passiert? Es kommt eine Packung Erdbeeren an, wir sind 30 Mädels. Futterneid. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erlebt habe, aber Menschen mit Futterneid sind die anstrengendsten Menschen. Mich eingeschlossen. Dann gibt es schon mal Streit, weil man streitet sich um die leckeren Sachen, die es zu essen gibt. Mal davon ab, dürfen wir nicht alles auf die Einkaufsliste schreiben. Nein. Zuckerhaltige Sachen dürfen schon mal gar nicht auf der Liste sein. Und auch keine fettigen Sachen. Denn wir sind ja Models, wir müssen gesund leben. Das heißt, wir sind schon mal direkt auf Zuckerentzug. Direkt. Aber Leute, das ist nicht das Spannendste. Jetzt wird es erst richtig brisant. Was machst du denn, wenn du kein Handy hast? Du kannst nicht deine Mutter anrufen und sagen, Mama, mich kotzt es hier richtig an. Ich stehe unter Stress, ich muss jeden Morgen um 5 aufstehen. Ich habe nicht mal Zucker, ich habe nicht mal einen Kaffee. Mir geht's gegen Strich. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Das heißt, zu wem gehst du? Wie gesagt, wir erinnern uns, wir sind ja nicht nur die 30 Mädels am Set, sondern sind ständig jeden Tag umgeben uns noch 20 weitere Leute. Die Redakteure. Das heißt, du kotzt du dich aus, du kotzt dich aus bei den Redakteuren, weil das sind ja Menschen. Mit denen verstehst du dich ja ganz gut, so denkst du. Das heißt, deine zweite Familie wird die Redaktion und das Team. Du fängst an, Vertrauen aufzubauen. Und dieses Vertrauen wird ausgenutzt, um dich so zu manipulieren, dass du das machst, was sie wollen. Aber wie schaffen das Redakteure? Ganz einfach. Kyla hat es letztens auch schon in ihrem Video gesagt. Nummer uno, du musst die Frage wieder aufgreifen. Was heißt das so genau? Naja, eine Redaktion fragt dich, also die Leistung von Tamara waren ja diese Woche überhaupt nicht gut. Würdest du sagen, sie kommt trotzdem weiter? Und du sagst, ich glaube schon. Hey, 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 Frage wieder aufgreifen. Ja, also Tamaras Leistung war diese Woche überhaupt nicht gut. Ich glaube aber, dass sie weiterkommt. Bam! Du hast jetzt einen Satz und zwar, Tamaras Leistung war diese Woche nicht gut. Das kam nicht aus meinem Mund, das würde ich so nie sagen. Ich sollte die Frage wieder aufgreifen und der Redakteur hat mir diese Worte im Mund gelegt. Bam! Ganz einfach, ganz leichtes Spiel. Und wenn du nur diesen Teil ausstrahlst und gar nicht mal die Antwort. Das ist richtig schlau manipuliert. Wir dürfen auch nicht reden, worüber wir wollen. Wir dürfen auch nicht machen, was wir wollen. Ich kann mich an die beste Situation erinnern. Wir Mädels waren beim Kartenspiel, wir haben uns alle richtig gut verstanden. Kameraleute da, Redakteure da. So, 5 bis 10 Minuten. Kommt die Redakteurin, reißt uns die Karten aus der Hand und sagt, das ist langweilig, das will kein Mensch sehen. Redet jetzt mal über Johanna.
Bam. Leute, das hat nichts mit Real Life zu tun. Wir saßen da nicht und haben über Johanna gelästert, sondern uns wurde gesagt, redet jetzt mal darüber. Und das ist nicht Reality TV. Das ist einfach eine Situation, die mit Absicht so hergestellt wurde. Der Schnitt aber von oben. Leute, wir brauchen einmal, wie Liana sagt, Maribels Leistung war richtig scheiße. Das musst du irgendwie aus dir rauskriegen. So, pass auf. Ganz leicht. Du fragst 10 Mal, wie findest du Maribels Leistung? Ich sage jedes Mal, es war gut. Ich bin richtig genervt, weil ich habe dir doch gerade schon 15 Mal gesagt, ich finde das gut. Perfekt! Weil was passiert dann? Ich bin genervt, ich rolle die Augen. Das ist schon mal das allererste, was sie brauchen. Check, wir haben Augenroller von Liana. Wird natürlich nicht eingespielt, dass ich den Augenroller gerade der Redaktion gegeben habe. Nein, es wird eingespielt, wenn Maribel wieder reinkommt. Jetzt geht's aber weiter. Dann macht die Redaktion sowas wie, mach mal kurz die Kamera aus. Mach mal bitte kurz die Kamera aus. Eliana, jetzt mal ganz kurz, nur mal hier unter uns zwei. Maribels Leistung war wirklich nicht gut diese Woche. Das hat Heidi jetzt auch schon mehrmals gesagt. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, du fandest Maribel gut diese Woche, dann wird der Zuschauer doch erst recht denken, du bist fake. Ich meine, das sieht man doch, dass mal ihre Leistungen nicht gut sind. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt schon seit 8 Jahren. Weißt du, was wirklich gut ankommt bei den Leuten? Menschen, die Wahrheit sagen. Menschen, die sich trauen, mal ehrlich zu sein. Also ich kann dir nur einen gut gemeinten Rat geben. Sag einfach die Wahrheit. Genau so machen sie das. Natürlich kannst du sagen, boah, Liana, naiv ist dann zu sagen. Aber Leute, I'm sorry, ich war naiv. Ich konnte nicht mal mit meiner Mutter reden. Die will mir doch nichts Böses. Also sag ich's einfach, wie sie es von mir will. Genau so kriegen sie sich dazu. Es ist so krank. Aber so wirklich streiten, so wirklich knallen, tut's nicht. Wie kriegen sie es also hin, dass wir Mädels uns untereinander streiten? Und ab jetzt, Leute, bis hierhin war es okay, grenzwertig, aber ab jetzt werden wir richtig verarscht. Ab jetzt werden wir manipuliert. Ich sitze da, nichts an, rede mit Larissa, verstehe mich eigentlich noch in dem Moment noch eigentlich ganz gut mit den Mädels. Weiß nicht, warum wir uns streiten sollten. Kommt die Redaktion zu mir und sagt, Liana, die reden da gerade die ganze Zeit über dich. Die lästern über dich, wie nervig du bist. Maribel weint, weil es so anstrengend mit dir ist. Die denken, du hältst dich für was Besseres. Huh, ich weiß gar nicht, was mit denen abgeht. Ey, aus nix, Liana. Und ich sitze da nur so. Warum lästert ihr über mich? Aus nix. Ich habe dir heute Morgen noch deine Stunde geschmiert. Was soll das? Und hier fangen wir an, uns zu streiten. Das heißt, danach kommt ein Interview. Ja, findest du das, was die über dich lästern? Ja, die Bitches, was soll das? Die Redaktion geht zu den Mädels und sagt, ey, Liana hat gerade gesagt, die Bitches, ihr lästert über die. Was ist denn mit der Alten verkehrt? Und die hauen auch wieder ins Rohr rein. Aber jetzt wird's richtig spannend. Dann sagen sie zu dir, pass auf, rede doch mal mit Larissa darüber, wie du das findest, dass die gerade über dich lästern. So, ich mit Larissa, bla bla bla. Ja, voll scheiße von denen, was soll das? Und dann kommen die so. Ich weiß nicht, Liana, aber du redest jetzt über die anderen Mädels, ohne es denen jetzt ins Gesicht zu sagen. Und du sagst immer, du bist so direkt und ehrlich. Findest du nicht, hast du nicht Sorge, dass die Zuschauer von dir denken, du bist hinterhältig, wenn du jetzt hier mit der Larissa einfach nur darüber redest? Geh einfach mal hin, sprich sie an, was das sollte. Ich glaube, das wird gut bei den Zuschauern ankommen, weil die dann sehen, was du für eine ehrliche Haut bist. Gehe dahin, frage ey, warum lästert ihr über mich? Was habe ich euch getan? Wir haben doch gar kein Problem. Und die Mädels nur so. Was ist mit dir? Die Redaktion hat mich nur die ganze Zeit permanent Fragen über dich gestellt. Wie, ich käme nicht im Leben darüber, über dich einfach so offen nicht zu reden. Und jetzt machst du hier so eine Szene, kommst mit dem Kamerateam an und willst mich zur Rede stellen. Was geht ab? Und ab dem Zeitpunkt befinden wir uns wirklich im Streit. Und ab hier fangen wir Mädels an, uns zu streiten. Weil du weißt ja gar nicht, dass das von der Redaktion kommt. Uns wird verboten, wenn die Kameras aus sind, die Streitigkeiten weiter zu bereden. Das wird uns verboten. Uns wird gesagt, wir müssen sofort aufs Zimmer gehen, wenn wir ankommen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, darüber zu reden. Es ist auch super wichtig, 1 bis 2 Mädels von der Gruppe zu isolieren. Das waren Larissa und ich. Dann werden die Redaktion wirklich unsere Familie in der Zeit. Weil wir können ja nicht mehr zu den anderen Mädels gehen, da heulen, da traurig sein. Wir haben dann nur noch, ich hatte nur noch Larissa und die Redaktion. Ich hatte nur noch Larissa und das Team. Ich habe der Redaktion blind vertraut. Wie dumm kann man sein? Ganze Handlungen werden dir vorgeschrieben. Weil Heidi will das so und ich weiß nicht, ob du nächste Woche noch dabei bist, wenn Heidi sieht, dass du dir einfach nicht genug Mühe gibst. Bam, ganz einfach manipuliert. Entweder kommt die Heidi-Karte oder es kommt immer die Zuschauerkarte. Ey, das würde dem Zuschauer gut gefallen. Hast du nicht den Hashtag Fake bekommen? Willst du den nicht loswerden? Das ist deine Chance. Und hier sind wir an einem Punkt angekommen,
Wodurch den selbstverständlichen Stress, ich glaube, davon muss ich euch nichts erzählen, dass wir um 5 Uhr morgens fast jeden Morgen aufgestanden sind, unter einem enormen Stress stehen, Schlafmangel, aufgeregt, du stehst ständig unter einem Leistungsdruck, du hast ständig das Gefühl, die anderen Mädels sind besser und perfekter als du. Und dieser selbstverständliche Stress mit der Manipulation von den Redakteuren und diesem künstlichen Stress, die sie durch den Einkauf, durch den Zuckerentzug, durch die Nanny und dass wir nicht raus dürfen, dass wir mürbe werden, weil wir haben kein Handy, wir können uns nur mit uns und den Mädels beschäftigen. Das Ganze führt zu einem super laufenden Uhrwerk. Und der letzte Zeiger, der noch fehlt auf unserer Uhr, ist der Schnitt. Wie schneidest du das jetzt? Ha. Dazu müsst ihr wissen, eine Folge geht, glaube ich, 90 Minuten. Reine Zeit der Folge ist aus 4 bis 5 Drehtagen, pro Drehtag 8 bis 12 Stunden Drehmaterial mit 4, 5, 6 Kameras. Da kannst du alles draus schneiden. Und das Allergeilste ist, die Geschichten werden erzählt, aber sie werden nicht vollständig erzählt. Das heißt, wenn ihr eine Geschichte seht, ist das so 10% von dem, was passiert ist. Ja, der Streit war real. Wir haben uns wirklich gestritten. Ihr seht nicht, warum haben wir uns gestritten. Ihr seht nicht, dass es von der Redaktion kommt. Ihr seht aber auch nicht, wir vertragen uns auch wieder. Aber um das Ganze zu untermauern, dass da Rollenbilder gezielt wie ein Drehbuch aufgebaut werden und auch ganz genau festgelegt werden, an welchen Stellen die Mädels rausfliegen oder weiterkommen sollen. Das ist ja auch die Diskussion, die gerade im Netz ist. Hey, die eine ist besser, warum kommt die weiter? Leute, es kommt nicht auf die Leistung an bei Germany's Next Topmodel. Da erzähle ich euch jetzt eine super heikle Geschichte. Und zwar bei der allerersten Fashion Show. Ihr müsst euch sie nochmal reinziehen, weil die war wirklich heftig. Es sind so viele Mädels hingefallen. Leute, wir standen auf der Treppe. Es sollte in 2 Minuten losgehen mit der Fashion Show. Da kamen die Stylisten von uns die Füße eingecremt. Ungelogen. Das ist jetzt wirklich, ich meine es komplett ernst, das ist echt kein Scherz. Wirklich, fragt alle Mädels, die dabei waren, wirklich. Ich erzähle hier wirklich nur zu 1000% die Wahrheit. Aber nicht, wir wussten nicht, mit komplett glitschig eingecremten Füßen, in einem High Heel, wenn die Show in einer Minute losgeht, bist du am Arsch. Du rutschst dermaßen aus den Schuhen, du hast keine Chance. Die Mädels sind über den Laufsteg gestolpert. Wenn nicht, ganz einfache Nummer. Aber nicht nur das. Du kannst nicht nur, indem du Mädels die Füße eincremst, weil natürlich haben wir schon bei der zweiten Show gesagt, ich will keine eingecremten Füße haben. Du kannst du nicht nur damit faken. Ich erinnere mich, als ich auf der Berliner Fashion Week gelaufen bin. Wir sind zurückgekommen nach Los Angeles, hatten nochmal eine Fashion Show, sollten sozusagen Heidi zeigen, was wir gelernt haben. Und ich sollte die Show eröffnen. Leute, katastrophal. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag hatte. Die Heels haben nicht gepasst, fragt mich nicht. Ich bin einfach auch ungeübt gewesen auf Hohlschuhen. Ich habe so dermaßen verkackt. Wir laufen ja nicht nur einmal vor und zurück, so wie ihr das seht, sondern wir laufen 2 bis 3 Mal vor und zurück. Es ist ein minutenlanger Walk, der für euch dann in 3 bis 10 Sekunden zusammengeschnitten wird. Und ungelogen, ich laufe, ich verkacke dermaßen, ich merke das ja, rutsch hier mal raus, hier mal ein kleiner Stolperer, so da habe ich nicht die Kurve gekriegt, wirklich. Komme an. Wow, Liana, du kannst so gut laufen. Der Designer meinte nur, wow, hast du mein Kleid verkörpert, das war der Burner. Und ich nur so... Boah, Leute, ich weiß gerade, ihr erzählt die größte Scheiße. Ihr wisst gerade, ihr erzählt die größte Scheiße. Ab dem Moment wurde mir klar, es geht hier nicht um Leistung. Und natürlich fragt man sich dann, okay, aber was ist mit Heidi? Ich meine, wofür ist Heidi dann da? Was ist Heidi? Entscheidet die da überhaupt was oder was? Wir haben keinen Kontakt mit Heidi. Also ich kenne diese Frau genauso wenig wie ihr. Ich kriege immer die Frage, wie ist Heidi so? Keine Ahnung, ich kenne diese Frau nicht. Ich sehe die nur, wenn die Kamera läuft. Die redet nicht einen Satz mit uns, wenn die Kamera nicht läuft. So, es interessiert sie nicht. Natürlich hätte sie die Chance. Sie hätte, wenn sie, die, Heidi ist der Oberboss. Wenn sie Bock hätte, natürlich kann sie sagen, ach ja, ich finde aber Liana soll rausfliegen. Könnte sie sagen, macht sie aber nicht. Warum sollte sie das? Wenn die Redaktion sagt, meine Gott, Liana kommt ins Finale, ist es ihr doch Wurst. Die Frau kennt mich nicht. Das ist ja so total egal. Das ist ja einfach egal. Also wie gesagt, ich war im Finale. Ich mache mein Handy wieder an. Alles komplett voller Hassnachrichten. Ich dachte erstmal, ach Leute, das war jetzt eine Folge. Lass doch erstmal... Es kommen noch 13 Folgen. Ich dachte mir, lernt ihr mich doch erstmal richtig kennen. So bin ich doch gar nicht. 5. Folge, 6. Folge, 7. Folge. Dieser Hass hat nicht aufgehört, Leute. Dieser Hass wurde nur von Folge zu Folge schlimmer. Und man belächelt es am Anfang. Ich kann euch ja mal Nachrichten vorlesen. Wenn ich dich mal sehe, dann spucke ich dir ins Gesicht und am liebsten würde ich dich schlagen und richtig fertig machen, du Bitch.
Wenn ich dich irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, draußen oder so sehe, werde ich dich zusammenschlagen, du Schwuchtel. Ich sage nur, wie kann es einen Menschen wie dich geben? Stirb, du Hure, stirb. Kleine Fotze, wie kann man so sein? Was für ein ekelhafter Mensch, das ist unglaublich, noch nie so etwas gesehen. Wenn ich dich sehen würde, würde ich dir erstmal eine Runde deine Fresse einschlagen, du respektloses Stück Scheiße. Deine Mutter ist eine Hure von 3 Männern, mehrere Kinder und du bist ja der größte Fickfehler von allen. Ungelogen, Leute, das sind wirklich die stinknormale Messages, die ich bekommen habe. Das habe ich in sekündlich bekommen, im Sekundentakt solche Nachrichten. Wie gesagt, beim ersten Mal lachst du, aber beim 100., 200. oder 300. Kommentaren fangen deine Gedanken an, dem zu glauben, was die Leute da schreiben. Dass du einfach nur ekelhaft bist, widerwärtig, nichts wert, dass es deiner Familie besser gehen würde ohne dich. Und das sind die Momente, wo du anfängst, depressiv zu werden. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen, konnte nicht mehr schlafen, hatte Albträume, habe mich selber abgrundtief gehasst für das, was ich dort gemacht habe, für das, was ich dort gesagt habe, für einfach der Mensch, für den Mensch, den ich bin. Meine Mutter hat mir erzählt, wie oft sie auf offener Straße beleidigt wurde. Meine Familie hat nur noch geweint. Ich wurde auf offener Straße bespuckt und beleidigt. Und irgendwann habe ich einen Giftköder in meinem Garten gefunden, der darauf abgezielt hat, meinen Hund zu vergiften. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich mir am besten das Leben nehmen kann. Wie mache ich das am besten, dass es am leichtesten ist für meine Familie? Was schreibe ich in Abschiedsbrief? Wer soll mich finden? Das waren meine Gedanken. Was tut am wenigsten weh? Wie möchte ich sterben? Das waren meine Gedanken. Und das hat mich so erschrocken, das hat auch meine Familie so erschrocken, dass wir uns Hilfe gesucht haben beim Bündnis gegen Cybermobbing. Und das Bündnis gegen Cybermobbing hat uns zum ersten Mal erzählt, was mir darüber passiert, dass das Cybermobbing passiert und dass es nicht in Ordnung ist, was mir passiert und dass ich ein liebenswürdiger Mensch bin und es nicht verdient habe, mir solche Gedanken zu machen. Ziemlich zeitgleich in der Zeit, wo ich das Bündnis gegen Cybermobbing kennengelernt habe, wurde ich dann auch unter Polizeischutz gestellt, weil so eine ernstzunehmende Drohung beim Sender und bei der Polizei eingegangen ist, die mir eine schwerste Vergewaltigung androht und detailliert reingeschrieben wurde, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, dass die Polizei meine Sicherheit nicht anders gewährleisten konnte, als mich unter Polizeischutz zu stellen. Die Frage ist natürlich, wie ist die Produktion damit umgegangen? Weil wie gesagt, ich habe mich bombastisch mit diesem Team verstanden. Das heißt, natürlich habe ich Folge nach Folge nach Folge die Produktion angerufen und gemeint, Leute, was macht ihr da? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich den meisten Hate bekomme für Worte, die ihr mir in den Mund gelegt habt, für die Handlung, wo ihr meintet, das werdet gut ankommen. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich habe sie angefleht. Ich meinte, bitte, Klicks ist nicht das Wichtigste. Bitte rettet mein Leben und hört auf damit. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben mich Folge für Folge vertröstet, meinte, ja, mal gucken, wie nächste Folge wird und haben mir die Produktionsfirma. Und dann habe ich mich mit Vanessa Tamkan, das ist Teilnehmerin von einem Jahr vorher, auseinandergesetzt, die diesen Shitstorm auch abbekommen hat. Die meinte, es war 1:1 bei ihr genau das Gleiche. Sie hat die gleichen Morddrohungen bekommen. Und selbst Simi Kowalski, mit der ich dann ein bisschen gechillt habe in der Zeit, selbst sie hat den Hass bekommen. Simi Kowalski ist auch psychisch komplett fertig seit der Teilnahme bei Germany's Next Topmodel. Wirklich komplett fertig. Und ohne, dass sie es wusste, hat damals Simi Kowalski mir auch den Gedanken gesät, das Finale freiwillig live zu beenden, weil sie zu mir meinte, Liana, nutzt die letzte Bühne, die dir geschenkt wird. Sie hat sich geärgert, dass sie ihre Bühne nicht anders genutzt hatte. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ich nutze diese letzte Bühne, um ein Statement gegen Cybermobbing zu setzen, weil ich wusste nicht, was Cybermobbing ist und ich denke, viele Betroffene da draußen wissen es auch nicht. Das heißt, ich möchte ein Statement gegen Cybermobbing setzen und nein, ProSieben und der Sender und die Produktion vor allen Dingen und Heidi wussten nichts davon, gar nichts. Der letzte Satz meiner Rede war das, was ihr gesehen habt. Ab jetzt höre ich auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale, aber in den Proben habe ich gesagt und deswegen höre ich auf mein Herz, um das Finale zu gewinnen. Das war ohne Witz, Leute, das war das Einzige, was ich geändert habe. Das war nur dieser Minisatz. Ansonsten habe ich das mit dem Sender und der Produktionsfirma genauso geprobt, wie ihr es auch gesehen habt. Nur mit diesem kleinen Minisatzunterschied. Und so habe ich es geschafft, dass die Produktionsfirma und Heidi nichts davon geahnt hat, dass ich im Finale aussteige. Ich bin kein Opfer und ich bin nicht mal mehr betroffen von Cybermobbing. Ich lasse mich nicht mehr mobben. Ich bin kein Fan mehr dieser Show, ganz im Gegenteil. Ich möchte mich unbedingt von dieser Show distanzieren und dem, was sie mit mir gemacht haben. Und auch du da draußen, wenn du Cybermobbing erlebst, kannst du einen Schritt zur Seite gehen und sagen, ich werde nicht mehr von euch gemobbt. Und das wollte ich unbedingt im Finale zeigen und dafür wollte ich einstehen im Finale. Es hat auch sehr gut funktioniert, danach habe ich kaum noch Hass bekommen.
Was aber auch ganz wichtig ist zu verstehen, alles, was ich erlebt habe bei Germany's Next Topmodel, habe nur ich so erlebt und wahrgenommen. Das heißt, alle anderen Teilnehmerinnen hatten eine super Zeit. Das war die Zeit ihres Lebens, sowohl als in der Villa, weil die haben sich ja auch alle untereinander prächtig verstanden. Es waren ja lediglich Larissa und ich, die nicht Teil dieser Gruppe waren. Die Rest hatten ja eine riesengroße Gruppe und richtig viele Freundinnen und alles war fein. Das heißt, die Zeit während des Drehs war schon wunderschön und auch die Zeit nach dem Dreh war ja wunderschön, weil die wurden ja super ausgestrahlt, die haben nur Liebe bekommen, es war alles gut. Aber wie am Anfang von dem Video schon gesagt, ich bin ein super positiver und selbstbewusster Mensch und dieses Positive habe ich jetzt nach dem Ausstieg aus dem Finale langsam wieder für mich entdeckt. Ich bin total dankbar für das, was mir hier passiert ist, weil ich kämpfe jetzt gegen Cybermobbing. Ich habe mir das als Aufgabe gemacht und besuche schon seit 2 Jahren regelmäßig Schulen. Also falls ich auch mal in deine Schule kommen soll, schreib mir gerne über Instagram oder schreib mir meine E-Mail. Und ich bin sehr dankbar für diese Aufgabe. Trotzdem ist es so, dass diese Erfahrung so heftig für mich ist, dass ich bis heute noch mit Selbstzweifel zu kämpfen habe. Und ich denke, das ist normal. Und genau deswegen mache ich auch dieses Video. Das soll auch mein Thema hier auf meinem YouTube-Kanal sein. Selbstliebe, wie finde ich das wieder zu meiner Selbstliebe? Wie werde ich selbstbewusst? Also wenn du auch Mobbing oder Cybermobbing-Erfahrungen gemacht hast, schreib sie in die Kommentare, schick mir deine Geschichte. Gerne auch per Instagram. Ich bin super gespannt und hoffe, dass ich euch dort helfen kann. Ich bin super dankbar, dass ich jetzt als Influencerin arbeiten kann. Aber gerade durch die Selbstzweifel, die ich aufgrund des Cybermobbings immer noch habe, ist gerade Social Media für mich sehr schwierig. Man wird ständig bombardiert mit den Meinungen von anderen und zwar nicht immer nur mit positiven Meinungen, ganz im Gegenteil, ganz oft Bodyshaming, Hass, Cybermobbing, Shitstorms. Und das führt dazu, dass ich finde, auch gerade Social Media oft eine Plattform ist, die sehr viele Selbstzweifel auch sehen kann. Und da möchte ich auch gerne von euch wissen, welche Erfahrungen habt ihr mit Social Media gemacht? Zu welchem Thema möchtet ihr vielleicht auch nochmal ein ausführlicheres Video? Es gibt so viel, was im Netz passiert, also schickt mir eure Geschichten, folgt mir auf Instagram und dann mache ich ganz bald auch ein Video zu euren Geschichten. Auf Instagram heiße ich auch Liana Risen. Und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Germany's Next Topmodel, was hat euch am meisten schockiert, möchte ich auch unbedingt wissen. Oder zum Thema Cybermobbing, egal was ihr da für Fragen habt, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, haut sie raus, haut sie in die Kommentare, schickt mir eine DM per Instagram, egal wo. Ich bin gerade auf der Reise zu mir selber, auf der Reise zu mehr Selbstliebe und mehr Selbstbewusstsein und ich hoffe, dass ihr mich hier auf YouTube dabei begleitet und auf meinen anderen Social Media Plattformen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Wünsche, aber auch wenn ihr Tipps für mich habt und für die anderen, schreibt sie mir. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ich kann euch mit meinen Social Media Accounts ein Safe Place schaffen. Ich hoffe, ihr guckt meine Videos an, ihr fühlt euch danach gut, ihr fühlt euch danach besser, denn ihr seid wertvoll, ihr seid wunderbar und jeder ist es wert, geliebt zu werden. Vor allem von sich selber. Also tut mir den Gefallen. Und seid so, wie ihr seid. Ich weiß, ihr seid eine tolle, liebende Community. Hinterlasst Liebe in den Kommentaren. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen in der Community. Spread love und zeigt einfach, dass die Welt ein wundervoller und liebevoller Ort ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht den Daumen hoch, vergesst mich nicht zu abonnieren. Und zum Ende bleibt mir nur noch zu sagen, thank you so much, eure Liana. Bis bald!